Servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute bei mir reinschaut. Heute koche ich mit euch ein typisches österreichisches Gericht, nämlich Marillenknödel. Marillen sagt man in Österreich zu Aprikosen. Wenn ihr vielleicht matschige Aprikosen günstig kaufen könnt im Supermarkt, so wie ich, dann macht doch Aprikosen oder Marillenknödel draus. Die schmecken super toll und die Kinder können euch beim Kochen helfen. Übrigens auch ein tolles Gericht, wenn ihr auf der Berghütte seid. Wie das funktioniert? Das zeigen wir euch jetzt in der Küche. Kommt's mit. Wir geben weiche Butter, allerdings nicht so heiß, zum Magerquark in eine Rührschüssel. Zum Magerquark, zur Butter, haben sich jetzt auch noch Zucker und Mehl hinzugesellt. Das kann ja was werden, aber erst aber Gäst. Ja, und das eben mit einem Esslöffel aus Metall. Da verknete ich das Ganze jetzt, also ihr braucht zwar keine Küchenmaschine, keinen Thermomix oder wie das ganze Zeugel heißt, zu einem festen Teig. Ja, und somit wären wir eigentlich fast schon so weit, dass wir jetzt da einen Marillen- oder Aprikosenknödel daraus basteln können. Den Teig lassen wir jetzt kurz ruhen, aber in der Zwischenzeit gibt es etwas zu tun. Wir werden nämlich jetzt die Marillen, die Aprikosen vorbereiten. So, ich habe jetzt hier die Marillen, die Aprikosen in der Hälfte auseinandergeschnitten und entkernt. Und da, wo der Kern gewesen ist, manche sagen, es gehört Würfelzucker rein, wir machen es anders. Wir haben jetzt hier eine Mischung aus Zucker und Zimt und befüllen damit immer eine Hälfte der Aprikose. So, und dann bauen wir es wieder zusammen, während der Teig ruht. Und da ist es immer gut, wenn ihr die Aprikosen so hinlegt, oder die Marillen, wie man das nennen wollt, dass man weiß, welche Hälften zusammengehören. In unserem fertigen Teig in die Hand und klopfe den Blatt. Das macht den Kindern sicher Spaß. Das ist wie mit Plastilin arbeiten, nur lustiger. So, ist natürlich toll, wenn man so große Riesenpfoten hat wie ich. Ja. So, nimm jetzt hier, wie gesagt, die gefüllte Aprikose. Oder Marille, wie immer das du sagen wollt. Und tu jetzt das vorsichtig mit Teig ummanteln, umhüllen. Und dann tue ich das Ganze durch meine Hände gleiten lassen und form da einen schönen geschlossenen Knödel, einen Kloß draus, der dann so ausschaut wie hier. In leicht gesalzenes Wasser, das kocht, legen wir jetzt vorsichtig die Knödel ein. Wichtig ist, die Marillenknödel oder Aprikosenknödel dürfen nicht kochen, sondern sollen jetzt circa darin 20 Minuten sieden, aber nicht kochen. Also lasst es vorsichtig rein und das Wasser nicht. Die Knödel dürfen nicht kochen, weil sonst fallen sie auseinander. Das wollen wir doch nicht, wäre doch schade drum. So, schauen, wie sich die im Wirbelpool schon wohlfühlen, die Knödel. Mei. Denen geht's gut, hm? Wir holen jetzt die Marillenknödel, Aprikosenknödel aus dem Wasser und werden sie jetzt dann final bearbeiten. Wir geben jetzt nach und nach Semmelbrösel in die Butter, lassen es immer ganz aufsaugen. Nicht zu viel rein, nicht wieder ein bisschen was nach. Dann das Ganze ein bisschen verrühren mit einem Löffel. Ihr seht ja, ich bin Gott Shiva, ich habe mehrere Arme. So, und wieder die Semmelbrösel dazu. Sehr gut. Super. Das Ganze, die Marillenknödel, die fertigen, also die Aprikosenknödel, wenden wir jetzt in dieser Masse aus Butter und Semmelbrösel und haben noch Zimt und Zucker davon mit reingetan. Und somit sind jetzt dann fix und fertig. Ja, meine Lieben, ich lasse mir jetzt die Marillenknödel schmecken. Der duftet so lecker wie auf der Skihütte. Ihr kriegt es sicher auch problemlos hin. Und wie das funktioniert, habt ihr jetzt gesehen. Also probiert es aus mit den Kindern. Geht es in die Küche. Es gibt die zwar tiefgefroren zu kaufen im Marillenknödel, aber ich sage euch eines, selbst gekocht schmeckt die tausendmal besser. Viel Freude und viel Erfolg beim Kochen. Bis bald. Pfiat, servus, euer Olli. Euer Olli.